Okay, okay, ja. Mhm. Oh ja, und ein Textbox, ja? Interessant. Ja, danke. Mhm. Jetzt hat sich der Bildschirm auf den Kopf gedreht. Und damit herzlich willkommen zu der Ocarina of Time Chaos Edition. Leute, hier werden unglaubliche Dinge passieren. Und ich bin selber schon so gespannt, was hier genau abgehen wird. Wir nennen uns hier mal Lunk. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr den Namen kennt. Und starten rein in ein neues Game voller Chaos und unglaublichen Situationen. Let's go. Hier geht's einfach schon direkt los. Link ist einfach im Bett und explodiert. Was zur Hölle? Warum? Oh, Link, warum wabbelst du so? Er zittert richtig vor Angst. So, da sind wir also mit Navi angekommen. Und da liegt einfach nur ein Schild im Bett. Hey, Link, wach auf, Junge. Du siehst heute wieder richtig beschrieben aus. Ja, Leute, ihr merkt schon, also wir werden hier mit Effekten zugeballert. Es gibt, glaube ich, über 80 Effekte, die hier sekündlich auftreten können und uns davon abhalten, das Spiel durchzuspielen. Jetzt sind wir farbig. Okay, Navi ist auch richtig am Abdrehen. Alles klar, Navi. Okay, wir haben es verstanden. Jo, okay. Jetzt wisst ihr, was nervig ist. Okay, wir gehen mal rein ins Game und schauen mal, was hier so alles passiert. Also ich bin wirklich richtig gespannt, Leute. Und wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, also von diesem Projekt, ich hätte jetzt erstmal gesagt, wir nehmen mal eine schöne lange Folge auf und schauen mal, wie wir vorankommen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und dann machen wir da gerne auch noch ein Part 2 draus. Oder vielleicht spielen wir auch das ganze Game. Wir schauen mal. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal rein. Yo! Da hat Link wieder einen Wachstumsschub. Komme ich jetzt überhaupt durchs Loch durch? Ah ja. Boah, wir haben auch nur ein Herz. Warum ist, was ist denn jetzt passiert? Alter. Also ja, Leute, wir werden hier wirklich mit Effekten zugeballert. Hier kann alles passieren. Ich sammle nebenbei mal ein paar Rubine. Ich glaube, ich sollte ab und zu auch saven. Kann ich einfach so saven? Habe ich irgendwas im Inventar? Sieht das irgendwie anders aus als sonst? Nee, ne? Denn ich glaube, hier stirbt es sich auch sehr schnell. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. So. Ja, ich würde sagen, an sich würde ich erstmal so ohne Schnitt spielen. Und wenn sich Szenen wiederholen oder wir sterben sollten oft, dann würde ich das dann doch irgendwie mal überspringen. Ja, immer mal ein bisschen cutten halt. So, jetzt fängt es an zu regnen im Kukiri-Wald. Das ist auch eher unnatürlich. So, wir haben auch nur ein Herz. Was? Warum kriege ich diese Textbox? Ich brauche diese Textbox nicht. Kriege ich einfach eine Textbox reingesetzt. Jo, und jetzt habe ich auch Frame-Einbrüche. Guckt euch das an. Aber nur Link. Nur Link hat die Frame-Einbrüche. Yeah. Oh Gott. Was soll das so werden? Warte, wir gehen mal kurz. Ich kann nicht ins Menü. Doch jetzt. Okay. Wir rüsten mal kurz unser Schwert aus. Unseren Zahnstocher. Ja, ich, nee. Alter! Link hat Frame-Einbrüche. Okay, aber nur Link. So, ich hole mir hier mal kurz 5 Rubine. 40 Rubine kostet das Schild. Es ist schon lange her, dass ich das Original gespielt habe von Ocarina of Time. Deswegen ist das für mich gerade auch irgendwie wieder mal interessant, so ein bisschen. Jetzt haben wir magische Schuhe noch an. Na toll, jetzt habe ich eine Rubine bekommen. Wie frech. Aber irgendwie cool. Irgendwie cool, dass ich jetzt die magischen Schuhe anhab. Kann in manchen Situationen hilfreich sein, in manchen auch nicht. Vor allem. Oh. Okay. Ich schwebe jetzt dauerhaft. Yo, jetzt bin ich Oni-Link. Was zur Hölle? Ich bin ein fliegender Oni-Link. Ja, so gehe ich auch gerne zum Boss, oder? Was passiert jetzt mit meinem Herzen? Oh Gott. Nein!
Also die füllen und regenerieren sich und gehen wieder. Komm mal, Feenmusik. Alter. Das wird so heftig, ne? Also ich bin froh, glaube ich, wenn wir heute den ersten Dungeon schaffen. Jetzt habe ich irgendwie Hasenohren noch auf. Was zur Hölle? Macht's mir doch einfach noch... Ja, genau. Spring einfach bis nach Bagdad. Mann, ich will doch nur 5 Rubine haben. Jetzt habe ich wieder Frame-Anbrüche. Kommst du da hoch? Alter. Boah. Jo, Junge. Kommst du da hoch? Kannst du da... Nee, ich glaube nicht. Wir brauchen doch nur noch 7 Rubine. Alles klar. Nein? Ich will nicht Ocarina spielen. Ich habe ja auch gar keine Ocarina. Leute, warum habe ich ja nur ein Herz? Was passiert denn hier? Und die Musik, ey, wie sie gerade abgeht. Ey. Jo, was? Nee. Hilfe? Jetzt kommt irgendwas Raubschleim? Okay, ich bleib mal kurz hier drinne, ja? Die Musik, ey. Jetzt laufe ich rückwärts. Oh, Kacke. Jetzt muss ich... Oh, Gott. Okay, ich bin Michael Jackson. Spring ich? Kann ich auch rückwärts springen? Oh, no. Also, ihr merkt schon, die Challenge besteht hauptsächlich darin, überhaupt mal Progress zu machen. Ich weiß halt nicht, ob sich das eignet, um... Wir kriegen auch keine 5 Rubine, wenn wir da rückwärts drüber springen. Okay, jetzt ist wieder normal. Nur die Farben haben sich ein bisschen geändert. Warum kriege ich keine 5 Rubine? Sag mal. Hallo? Hä? Oh. Game, ich hasse dich jetzt schon. Was ist das für ein... Jetzt bin ich hier im Nebel gefangen. Was ist das für ein... Ja! Fuck! Jetzt hat er mein Speed auf 200 erhöht. Ich bin in die Backgrounds geflogen. Was passiert da? Tschüss, Link. Erstmal einen Schluck Kaffee. Auf diesen Schmerz. Jetzt bin ich tot. Oh no. Okay, erster Game Over. Ja, wir haben es geschafft nach, ich weiß gar nicht, 9 Minuten. Ist doch ein guter Rekord, oder? Was meint ihr? Oh Gott. Okay, bitte... Lass mich doch mal ganz kurz. Was? Lass mich doch mal ganz kurz. Jetzt habe ich Frame-Anbrüche. Oh, mein Schwert ist lila. Aber hey, ich kann die Büsche. Okay, doch es geht irgendwie. Mit etwas Glück. Alter, ich glaube. Ich glaube, diese Speed und diese Frame-Einbrüche, das ist das Nervigste. Und dann kam Navi. Komm, ich brauche noch 5 Rubine. Noch 4. Gib mir die 5 Rubine. Ich meine, wir können ja hier drinnen auch mal Schatzkisten aufmachen. Das ist vielleicht... Jo, Schattenlink, was machst du denn hier? Tschüss. Einfach Schattenlink. Okay, wir haben 40 Rubine. Schnell weg hier. Yay! Yay! Okay, jetzt gerade alles normal, oder? Ich glaube, wir haben Normalität hergestellt. So, gib mir Kokiri-Schild, bitte. Oh, her damit. Boah, die Textboxen sind echt langsam. Ich hoffe, das ist nicht immer so jetzt. Ich kann die nicht überspringen, wie das normalerweise ist, dass ich da jetzt schnell durchskippen kann. Leider nicht. Wir haben eine Flasche mit Milch. Wo kommt die denn her? Die würde ich mir mal rüberpacken. Okay. Los, schnell. Bevor irgendwie da was irgendwas kommt, schnell zu Mido. Hi. Ah, jetzt ging's schnell. Okay. So, aktuell alles normal, human. Bitte bleib so. Jetzt holen wir uns erstmal einen Degu-Stick. Außer, dass hier irgendwie mit dem... Okay. Ich bin wieder Michael Jackson. Ah. Yeah. Okay.
Ja, ist leicht in die falsche Richtung gelaufen. Oh Mann. Oh oh. Ich ahne schon wieder Böses. Bitte nicht angreifen. Navi ist auch schon wieder am Durchdrehen. Oh Gott. Ich glaube. Wo bist du? Wo bin ich? Alter, jetzt geht die Kamera auch noch steil. Boah, ich mach Damage, wenn ich lauf. Ich mach Damage, wenn ich durchlauf durch Gegner. Was ist denn mit der Kamera los? Heilige Scheiße. Oh, schnell rein da. Oh Gott, das wird so anstrengend, Leute. Dieses Spiel wird so anstrengend. Okay. Was? Warum bin ich jetzt hier? Warum bin... Und jetzt habe ich Dekonüsse auf der B. Hä? Mein Schwert ist weg? Ich habe Dekonüsse auf der B-Taste. Ich habe auch keinen Kokiri-Smaragd oder sonstiges. Hä, was ist denn jetzt los? War das jetzt auch ein Fehler? Der gerade aktiv war? Muss ich jetzt wieder zurücklatschen? Jo. Was zur Hölle? Ich wollte doch eigentlich nur den Deko bauen. Okay, ich laufe, glaube ich, mal zurück. Auch wenn ich mir hier jetzt Herzteile holen könnte, aber ich würde es, glaube ich, gerne originalgetreu spielen. Mehr oder weniger. Ich glaube, wenn ich einmal hier bin... Naja, wenn ich einmal hier bin, nehme ich mir das Gulti mit, oder? Wenn das geht. Jo, es geht. Ah, ich habe kein Schwert, um sie zu töten. Jetzt versinke ich auch noch im Boden. Okay, egal. Nein, ich will jetzt nicht Ocarina spielen. Alter. Okay, diese Mod ist super anstrengend. Eieieiei, da sitzt die Eule. Was ist denn jetzt? Oh, nett. Danke. Ich glaube, es gibt irgendwie so ein Ding, dass ich ein random Item gette. Finde ich nicht schlecht. Das kann ruhig öfter kommen. Navi, du musst jetzt dich nicht so aufregen, ja? Und Schattenlink brauche ich jetzt auch nicht hier. Nein, wir sind schon wieder los hier. Das ist mein Schild. Jetzt ist mein Schild wieder gegangen. Und ich kann immer noch kein Schwert benutzen, wollte ich nur sagen. Jo, lass mich doch mal zurückgehen. Ja, alles klar. Ich wollte schon immer sagen, dass ich eigentlich wie ein beschriebenes Buch bin, aber ich bin eher ein beschriebenes Schild. Schild. Oh. Ja, was denn? Da ist überhaupt nichts. Sprich mich jetzt nicht an, Eule. Sprich mich nicht an. Ich bin gerade nicht in Stimmung. Oh Mann. Ja, ich habe alles gegettet. Danke. Geh weg, Hut. Keiner will dich. Ich will doch nur zurück zum Baum. Ah, kacke. Trink mal meine Milch. Ich kann mich gerade nur sehr langsam bewegen, Leute. Ja, Navi, Junge. Was ist denn mit dir? Okay, jetzt sind zumindest... Na, ich wollte gerade sagen, zumindest sind die Frame-Einbrüche weg. Aber jetzt kriege ich wieder hier random irgendeine Textbox reingeballert. Nein. So. Ich bin zurück in Town. Hoffe ich. Ja, okay. Nee, Schattenlink, geh weg. Keiner mag dich. Alter, hier passieren unglaubliche Dinge, Leute. Lass mich in den Deku-Baum gehen, bitte. Jetzt habe ich einen Fisch auf B-Taste. Yeah. Nimm das. Ich werde einfach geportet. Ich werde einfach random geportet. Was habe ich denn jetzt eigentlich so im Inventory? Ändert sich da irgendwas? Nö. Aber mein Schild kann ich mal wieder ausrüsten.
Ich hoffe, es kommen nicht ständig irgendwelche Raubschleime, ey. Die sind ja mega anstrengend. Die klauen ja jedes Mal, klauen die mein Schild. Alter. Hör auf mit diesem Teleport. So, ich habe kein Schwert. Ich habe nur eine Flasche auf B, wollte ich sagen, ne? Das wird gerade auch wieder mega anstrengend werden. Ja. Was? Nee. Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Ich hoffe, das ist jetzt resettet. Okay, wir sind im Deku-Baum, Leute. Das ist schon mal ein Anfang. Sind wir irgendwo bei Soras Reich rausgefunden? Was passiert, wenn das abgelaufen ist? Kacke. Okay, Oh ja, was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir auch noch einen Bildschirm. Ich hab mehr Herzen bekommen. Yay. Ja, ich weiß, dass ich da hochkrabbeln kann. Navi, bitte. Bitte tu mir das nicht an. Ich habe gerade leichten Schüttelfrost. Alter. Junge. Okay, machen wir eine wackelige Schatzkiste auf. Mhm. Ich habe gar nicht gesehen, was ich bekommen habe. Eine Karte. So, jump mal hier rüber. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt auf die Ketten bekomme. Ja. Ich weiß, wie man eine Tür öffnet, aber schön, dass du es mir nochmal erzählst. Fabelhaft. Danke dir. Nein, was ist denn jetzt los? Kacke, jetzt bin ich echt tot. Ja, genau. Explodier doch einfach. Ich brauche Bombenschutz, Leute. Ich brauche irgendwas, was mich gegen Bomben schützt. Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Okay, starten wir wenigstens im Deku-Baum. Schön. Natürlich habe ich auch immer noch meine Flasche. Wann bekomme ich denn mein Schwert zurück? Ja, okay. Was war das? Alter. Okay, das ist echt... Die verarschen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Kann ich hier runterfallen? Wenigstens? Kann ich mal resetten? Ich bin wieder in den Backgrounds, Leute. Ja. Jo. Ach du Scheiße. Kann mal das Spiel bitte? Danke. Danke. Okay, ich gehe hier mal raus und gehe wieder rein, ja. So, darf ich den jetzt mal bitte besiegen? So, ich muss ja nur mit dem reden. Komm her, du. Boah. Ja, okay. Was? Was? Es wird da auch eine Werbung eingeblendet oder was war das? Okay, unsere Farbe hat sich verändert, aber damit komme ich klar. Okay, oh, dankeschön. Dankeschön. Ich will doch nur die Zwille, dann haben wir den Raum schon mal abgeschlossen. Das ist doch dann, gar nicht mal so schlecht, oder? Alter, die Textboxen, das ist ja auch mega anstrengend, dass du da nicht einfach durchskippen kannst. Ja, nimm mit. Kann ich die Schatzkiste aufmachen? Mann, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Junge, ich kann nicht sagen, was hier passiert in diesem Spiel. Kann ich bitte wieder irgendwo runterfallen? Bitte. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft hier irgendwo in den Backgrounds von dem Game sind. Dass wir uns so oft irgendwo durchklitschen, das ist ja ekelhaft. Kann ich bitte mal irgendwo runterfallen? Bitte, gib mir irgendeinen Effekt. Mann, die Schatzkiste war so nah und auch so fern. Aha. Nee, Schattenlink. Brauch dich gerade nicht.
Okay. Nice. Ich bin tot. Okay, ich habe mich in keinem Zelda-Game je so gefreut, dass ich mal gestorben bin. Okay, weiter geht's. Wir haben immer noch die Aufgabe, da endlich jetzt mal in den Raum reinzukommen und die Zwille zu erhalten. Mhm. Das ist kein guter Start dafür. Vor allem hätte ich gerne mal mein Schwert einfach zurück. Ah, okay, zumindest an die Wand erstmal geschafft. Holy moly. Okay. Mission 1 ist wirklich... Okay, wir haben unseren Heilerschild wieder. Danke. Ihr hättet mir auch die Zwille geben können, da wäre ich glücklicher gewesen. Was sind jetzt schon wieder? Okay, wir laufen wieder normal. Danke. Warum? Da war kein Wasser. Aber er springt jedes Mal, als ob da Wasser ist. Nein! Okay. Ich bin ein Schild und kletter eine Wand hoch. Das ist ganz normal. Es gibt hier nichts zu sehen. So, was ist denn jetzt? Kann ich hier jetzt rüberjumpen oder nicht? Jetzt drehe ich mich noch im Kreis. Alter, was? Alter, Schattenlink, verpiss dich. Ganz ehrlich, verpiss dich. Was ist denn nur hier los? Ich bin ein Schild, drehe mich im Kreis. Schattenlink greift mich im Dekobaum an. Das ist ganz normal. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Da, 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 da. Warum? Ich bin gerade einfach durch den Boden gefallen. Darf ich jetzt bitte mal die Zwille haben? Nee, ne? Mein Schild ist gegangen. Junge, was ist denn nur hier los? Ich sauge einfach alles an. Okay, okay, ja. Mhm. Oh ja, und ein Textbox, ja. Interessant. Ja, danke. Mhm. Jetzt hat sich der Bildschirm auf den Kopf gedreht. Oh. Nice. Aha. Also ich drücke halt gar nichts, ne? Es ist einfach nur... Ja, okay. Ich hab's ja verstanden. Geil, wir haben 20 Rubine bekommen. Und die Wand ist offen. Die Wand ist offen. Aber ich brauche die Zwille. Okay, wir haben gerade eine ganz komische Hautfarbe. Die Musik ist richtig creepy geworden. Ich meine, an sich war das jetzt gar nicht so schlecht, ne? Wir haben alle Gegner irgendwie gematscht. Alle Gegner sind tot. Wir haben, Geld bekommen und Dekonüsse? Wenn ich jetzt noch die Zwille schnell bekomme, bin ich sehr erfreut. Oh Gott. Aua. Oh, Link buggt wieder richtig. 0 FPS. Okay, klar. Zeitlupen-Link ist am Start. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Komm schon, ich will die Schatzkiste haben. Schnell. Okay, ich muss umdenken. Komm, mach die Schatzkiste auf. Oh, danke. Danke. Wir haben die Zwille, Leute. Oh Gott. Ja, also ich plane, das Game auf 100% zu spielen. Alle Herzcontainer, alle Skulltulas. Ja, genau. Was denn jetzt? Achso. Ich hab Mana genommen. Ja, okay. Ja, okay. Ganz ruhig. Was haben wir denn hier? Guck mal. Nehru's Love. So, zack. Kann ich nicht aktivieren, oder? Ne, haben wir keinen Mana. So, schieß mal die Leiter runter, bitte. Bin immer noch in Zeitlupe unterwegs. Oh, brauche ich gar nicht. Aber jetzt falle ich wieder nicht runter, ne? Doch, ja, geil. Okay, schön. Ey. Warum? Ja, danke. So, das Netz war jetzt offen, oder? Jetzt ist wieder zu, natürlich. Mann! Ich glaube, ich habe nicht mal Muse, da hochzugehen. Sind die Gegner jetzt da? Star Fox ist am Start. Njo.
Okay, die sind gerade unbesiegbar, die Gegner, scheinbar. Dein Ernst? Jetzt geht's, okay, cool. Genau, finally, all the Triforce Parts. Okay, jetzt drehe ich mich wieder im Kreis. Junge, ich will einfach nur die Wand hochklettern. Genau. Okay. Ich glaube, ich habe keine Muse da reinzugehen hier. Ich glaube, wir werden direkt einfach runterjumpen. Dein Scheiß Ernst? Jetzt mache ich jedes Mal wieder diesen komischen Dive ins Wasser. Mann! Oh Mann. Jetzt ist er wieder am Start hier. Kannst du mal die Gegner abschießen und nicht mich? Scheinbar nicht. Ich würde gerne meine Munition noch ein bisschen sparen, wenn das okay ist. Aber cool, Alter, wie der explodiert. Mega. So. Ich würde gerne mal schnell hier hoch. Also, ich merke gerade, das Nervigste ist sowas, wenn du random Damage bekommst. Oder irgendwo runterfällst einfach und respawnst. Und das Backen. Das ist auch mega nervig. Alter, was soll das denn werden hier? Hallo? Da kriegt man ja Augenkrebs. Oh Gott. Sind meine Herzen wieder am Rumbacken? Ja. Aha. Werbung, Leute. Okay. Ich hau den hier mal kurz weg. Hallo, komm runter. Okay, eins. Und zwei. So. Nein! Jetzt springt er wieder nach Bagdad. Oh, Kacke. Machen wir den Speed-Modus an. Jetzt habe ich 300 FPS, die ich nicht kontrollieren kann. Aber nur beim Laufen. Oh. War falsch, sorry. Beim Klettern ist es gar nicht so schlecht. Ganz vorsichtig. Yes! Ja! Wie geil. Wir haben es geschafft, Leute. Nice. So, da können wir uns hier noch ein Herzchen holen, ne? Oh, ich habe mich noch nie so über diese Schatzkiste gefreut. Meine Zwille ist weg. Wo ist die hin? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. So, ich hole mir mal eine goldene Skulltula. Sagte er. Ich glaube, ich kann die gerade nicht holen. Manu. Er springt gerade irgendwie nicht. Doch jetzt. Okay, cool. Jetzt geht meine. Ich bin Navi. Bin ich Navi? Okay, ich bin gerade Navi. Oh, Kacke. Was passiert denn hier? Willst du das mal anzünden? Danke. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja! Okay. So, warte mal, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe kein Schild. Deko-Nüsse. Deko-Nüsse gehen auch. Ich muss nur hinkommen. So. Wie, Deko-Nüsse gehen nicht? Ich habe kein Schild, Junge! Muss ich mir jetzt wieder ein neues Schild kaufen? Okay, warte mal. Theoretisch kann ich auch einfach den Augenschalter abschießen, oder? Warte ganz schnell. Das sollte eigentlich klappen.
Weil der gibt mir ja nun einen Hinweis, glaube ich, ne? Eigentlich ist das unwichtig. Darf ich... Nein! Was ist das denn? Nein! Lass mich durch, bitte. Bitte lass mich einfach... Nein! Navi, keine Textbox jetzt, bitte. Okay, der Plan ist wirklich, wir schaffen heute den Deku-Dungeon. Sagte er. Und viel. Okay, das ist nicht schlimm. Yo! Okay, ich jump einfach direkt rüber. Warum nicht? So muss das. Okay, ich muss alle Fackeln anzünden, ne? Ist gar nicht so leicht. Okay, steck dich schnell wieder ein. Ich brauch die. Ich hab nur eine. Ich brauche eigentlich nur mehr, ne? Aber ich hab kein Schwert. Kacke, wo kriege ich jetzt noch mehr Fackeln her? Das kann ich auch nicht hochheben. Schwierig. Ich weiß nicht, wie ich den Dungeon shoppen soll. Da kann ich einfach... Okay. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Degu-Sticks. So, warte. Okay, wir haben neue Musik freigeschaltet. Alter Navi. Chill. Guck mal. Chill mal wie ich. Ich bin auch nur ein Schild. So, wir schieben jetzt mal ganz schnell den Stein darunter. Dann haben wir nämlich mal einen Shortcut. Bitte, bitte, lass es klappen. Keine Fehler jetzt. Ruhig Blut. Alles klar. Nimm mit. Hallo? Zünd doch mal die Fackel an. Nein? Doch jetzt. So. Okay. Jetzt ist eigentlich das Problem nur noch, wir haben nur einen Deku-Stick. Das reicht halt nicht. Und wir haben kein Schild, um die zu besiegen. Oder geht das so? Na, ich brauche ein Deku-Schild. Kacke. Och, nö. Könnt ihr mir... Mann, ich... Jetzt habe ich Henny. Also Kiki. Kann ich zufällig... Nee, das geht nicht. Okay, ich bin tot. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, ich muss mir nur ein Deku-Schild kaufen. Und wenn möglich, vielleicht noch ein paar Deku-Sticks oder so. Warum sind auch meine Items schon wieder weg? Okay, alles klar. Ja, ich brauche... Ich muss... Pflanzen töten. Für Stöcke. Und ich brauche Deku-Sticks. Kann ich die nicht töten? Mit der Zwille? Hey, geht das nicht? Kann man die nicht mit der Zwille abschießen? Das geht echt nicht. Scheiße. Und wenn ich einen Stock benutze, ist der doch instant kaputt, oder? Was passiert? Wenn ich Schaden bekomme, heile ich mich. Crazy. Also entweder sind die gerade unantastbar, die Gegner, oder es geht, ich kann die nicht mit dem Stock töten. Okay. Interessant. Kann ich nicht mit dem Stock töten? Okay, damit geht's. Explodiere! Wie, damit geht's auch nicht? Bin ich wieder tot. Oh Mann. Ich will doch nur den Deku-Baum schaffen.
Ja, bin ich jetzt ertrunken oder an einer Fleischwunde gestorben? Man weiß es nicht genau. Heilige Scheiße, Leute. Was ist das für ein Spiel? Ich bin einfach so hoffnungslos am Verrecken hier. Okay, pass auf, ich kaufe mir hier einfach Deku-Sticks. Ja, danke schön für die Werbung. So. 3 Deku-Sticks, reicht das? Ich brauche auch den Schild noch. Und ich hoffe, dann kommt halt kein Raubschleim und killt mich wieder, instantly. Sondern ich sterbe einfach so. Was ist das denn schon wieder? Ihr könntet mir mal ein bisschen Geld geben, damit ich wenigstens diese ganze Schmach hier ausgleichen kann mit irgendwas. So, kann ich? Yay, die Probine. Okay, ich farme mal wieder Geld zusammen, ja. So Leute, ich war gerade schon wieder auf Reisen, außerhalb. So, hab jetzt ein bisschen Geld. Ich habe auch eine Skulltee bekommen, wie auch immer. Keine Ahnung, ganz merkwürdige Dinge sind wieder passiert. Ich kann euch ja mal kurz mein Inventar zeigen. Also mittlerweile haben wir jetzt auch einen Hammer. Der ist auch einfach so gekommen. Ganz random. Also hier sind schon wieder ganz komische Dinge passiert. Ich habe mal ein paar Nüsse gekauft. Ich habe jetzt vor noch zweimal Stöcke zu kaufen und das Schild. Und danach mache ich erstmal einen Save Point, dass wir das sicher haben. Falls es doch wieder ein Raubschleim kommen sollte oder so. So. Zum zweiten Mal haben wir ein Deku-Schild. Und ich hoffe, wir kriegen es irgendwie noch hin, dass wir heute den Deku-Baum schaffen. Das ist mein Ziel heute in der Folge. Ich mache mal kurz Save Point, ja? Ich rüste mal den Schild noch nicht aus. Sind wir jetzt mal wieder ganz langsam unterwegs. La 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 la. Komm, Link, raus da. Oh Gott. Auf geht es in den Deku-Baum. Oh. Ja, okay, ich bin wieder Michael Jackson. Dum, dum, dum. Ich kann sogar rückwärts schwimmen. Das konnte Michael Jackson nicht. Zumindest hat er es nie gezeigt. Wir haben auch übrigens gerade ein Schwert wieder, ne? Wie geil. Das heißt, ich kann eigentlich auch hier irgendwie oder so. Yay. Deku-Sticks. Ah, schön. Ja, die nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Als Alternative. Okay, ich krieg wieder Bombenschaden. Nein. Was? Alter, ich habe gerade 3 Schaden bekommen durch eine Bombe. What the heck? Gesundheit. Okay. Jetzt sind wir wieder im Kukiri-Shop, oder? Ja, natürlich. Ja, sterben scheint hier normal zu sein. Also, zum Glück hat Link mehrere Leben. Können wir jetzt wieder normal starten, ohne Bomben? Bitte? Ja, das würde ich jetzt nicht als normal bezeichnen. Oh. Ja, nice. Mist. Das ist neu. Wow, 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 wow. Hä, wo ist denn der Deku-Baum hin? Mhm. Scheinbar bin ich jetzt im Deku-Baum? Yo, nice. Alter Link, was machst du denn da? Bitte, lauf doch mal normal. Komm jetzt hier runter. Nein, ich will rausgehen. Oh Gott. Dieses Spiel. Oh, ich weine hier gleich. Ich weiß aber nicht, ob ich vor Lachen oder vor Trauer weine. Okay, wir gehen jetzt hier mal ganz vorsichtig runter, ja? Dankeschön. Okay. Hä? Okay, ich habe ein Herz bekommen. Ja, das ist nicht schlecht. Ein Herz nehmen wir mal mit. So. Jetzt mal hier hochklettern. Wir sind jetzt gerade sehr gut vorbereitet. Alter Link, ich möchte, dass du ganz normal runterspringst. Junge. Okay. Ich mache nochmal einen Save Point. So. Und hoffe, dass wir jetzt ganz normal diese Challenge hier meistern können. Dieses kleine Rätsel, ja? Mehr oder weniger. So, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Man kennt das Rätsel. Zack.
Nein! Warte. Wenn, dann soll er den nehmen, bitte. Wo ist der Raubstein hin? Kann ich den noch umbringen? Krieg ich mein Schild wieder? Komm schon. Was? Der hat mir mein Schild nicht wiedergegeben. Was ist das denn? Wie frech? Hä? Müsste der das normalerweise nicht wiedergeben? Alter, kann ich nicht anvisieren. Los, jetzt komm. Bleib stehen, Junge. Was? Hä? Was passiert denn hier schon wieder? Nein! Ich will jetzt kein Schild sein. Danke. Oh Mann. Das Game macht mich fertig. Das ist so anstrengend. Danke. Tschüss. Auch als Schild werde ich das schaffen. Okay. Darf ich hier bitte mal... Danke. Holy moly. Lass uns doch bitte einfach... Goma killen, ja? Zum Glück bin ich gerade unbesiegbar. Alter, Regen hat man auch noch nie in Gomas Höhle, oder? Und auch nicht so viele Explosionen. I guess. So, schnell. Nächste Szene. Nein! Du Penner! Ich kann ihn auch nicht auslegen, oder? Ich kann den nicht ablegen. Ah, oh, das ist so nervig, dass ich den nicht ablegen kann. Jetzt ist mein Schild schon wieder weg. Dieser Kack-Raubschleim. Kann ich den noch... Kann ich den noch hin? Kann ich den bitte noch umbringen? Krieg ich mein Schild wieder? Bitte, gib mir mein Schild wieder. Übrigens, rot... Was ist jetzt passiert? Nein! Genau, einfach Tag-Nacht-Wechsel. Mein Schild ist gone. Schon wieder. Mann, wir hätten den bestimmt wiederbekommen. So, dürfen wir jetzt mal... Bitte lass mich nochmal gegen Goma kämpfen. Bitte. So schwer ist das nicht. Ich brauche nicht so lange. Okay, warte. Ich habe nur noch ein Viertelherz. Und ich habe zweimal Nickel nur... Hä? Na klar. Ich wirke schon wieder sehr anziehend auf alle Sachen. Nein! Wir laden mal ganz kurz. Und sie wieder hier. So, auf ein neues. Ich glaube, sonst hätte ich das sowieso nochmal neu machen müssen, oder? So, habe ich wenigstens auch noch meine Schilde. Da können wir wenigstens mal sehen, ob das... Nee, es scheint nicht vorher... es scheint wirklich immer random zu sein. Was wir hier bekommen. Ja, das hatten wir vorhin nicht als Fehler. Als Fehler. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Als Störung, ja genau. Schon eingefroren. Musste rausgehen, weil ich kein Geld hatte, weil ich mir Items kaufen musste, weil ich erst kein Schwert hatte. Jetzt habe ich endlich mal ein Schwert. Aber wer weiß, wann das wieder geht? Man weiß es ja nicht. So, warte. Deko-Sticks. Eigentlich ist Goma so easy, ne? Das sind 20 Sekunden. Oder 30 vielleicht, wenn überhaupt. Wenn ich gut bin, schaffe ich es beim ersten... Nein, jetzt hat er mir wieder alles auch abgerüstet. Jetzt geht meine Kamera gerade nicht. Jetzt ist wieder Tag-Nacht-Wechsel oder was? Ja. Wow, ist das anstrengend. Wow. Also normalerweise, glaube ich, würde ich es schaffen, in 15 Minuten hier alles abzuschließen. Ne? Den Dungeon, Goma, Kokiri-Wald, 15 Minuten... Klingt für mich eigentlich plausibel. Aber ganz ehrlich, das macht alles hardcore anstrengend. Das wird auch noch sehr lustig werden hier. Okay.
Jetzt habe ich eine Zeitlupe zu. Nein! Kacke. Okay, okay, okay. Aber wir haben gerade keinen krassen Fehler drauf, glaube ich. Ja, 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 ja. Das sollte nicht passieren. Alter. Yo. Komm runter, Goma. Wo bist du? Ich kann nicht anvisieren, Kacke. Junge! Okay. Scheiße. Kacke! Ich konnte keine Sprungattacke machen. Weil ich kann. Mein Trigger funktioniert gerade nicht, wo ich hier so umschalten kann. Das. Jetzt geht's wieder. Alter. Mann, das macht Goma halt doch schwieriger, als ich dachte. So, lass mal jetzt bitte. Ja, jetzt versinke ich im Boden, genau. Oh, jawohl. Dankeschön. Danke. Leute, wir haben den ersten Dungeon geschafft. Also, wartet mal. Ich will noch einen Herzcontainer einsammeln und ich will noch ins blaue Licht. Das muss ja auch noch passieren. Danach sage ich, ich habe den ersten Dungeon geschafft. Ach so. Ja, jetzt fällt der Mond auch bald runter. Verstehe. Alter. Leute, was ist das denn für ein Game? Ja, okay. Gib mir noch ein bisschen Werbung. Genau. Ja, Leute, ich würde sagen, solange ich hier nochmal mit dem Deku-Bomb quatsche, dürft ihr gerne entscheiden, ob es hiervon noch einen weiteren Part geben soll. Ob ich dann versuchen soll, durch Hyrule Castle mal durchzukommen, ne? Da müssten wir ja quasi zu Zelda den Brief geben. Das wird genauso anstrengend werden. Das stelle ich mir absolut furchtbar vor, diese ganzen normalen Quests da zu machen oder Bogen mit der Zwille schießen. Das wird alles ganz furchtbar. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren und wenn ihr noch neu auf dem Kanal seid, ein Abo da lassen. Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es sehr viele Projekte, die ähnlich sind, die komplett durchgeknallt sind. Random Sinn und Hex Mods, alles Mögliche von Zelda bei mir auf dem Kanal. Schaut da gerne vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, ihr wollt noch einen zweiten Part sehen, auch wenn ich glaube, ich echt am Verzweifeln sein werde. Es wird grauenhaft. Aber gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu dieser Chaos Mod von Ocarina of Time. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.